So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted. Hier zu meinem kurzen Einführungs-Let's Play zum neuen Survival-Spiel Uncharted. Ja, in der ersten Folge sind wir jetzt hier zum Spot gelaufen, wo wir unsere Base aufbauen wollen, und ich zeige euch dann so ein bisschen, wie das Bauen funktioniert und die Strukturen. Das ist heute für die Folge geplant. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Ressourcen. Wir haben ja am Anfang schon eine Menge Holz gesammelt. Ich will natürlich auch noch ein bisschen steinmäßig was machen. Und ich sehe gerade, wir müssen uns das Schild noch ausrüsten. Das funktioniert so. Wir haben das Schild im Inventar und können dann, wenn wir da raufklicken, die einzelnen Sachen ausrüsten. Hier haben wir überall nichts. Deswegen können wir da auch nichts ausrüsten. Hier sieht man auch, hier gibt es später einen Gleiter. Den werden wir uns auch noch angucken auf jeden Fall. Achso, und wir haben Fähigkeiten. Wir haben jetzt zwei Fähigkeitspunkte. Und ich würde jetzt erstmal schon mal welche investieren. Kondition wird um zwei erhöht. Das ist ziemlich cool. Würde ich auf jeden Fall machen. Und hier haben wir Stärkeattribut wird um zwei erhöht. Würde ich auch erstmal machen. Jetzt sind wir ein bisschen mehr Ausdauer haben wir jetzt und ein bisschen stärker sind wir auch. Was, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. So, kann ich denn jetzt mittlerweile schon mal eine Axt herstellen? Ach, guck mal, wir können jetzt eine Spitzhacke herstellen und eine Axt. Beides würde ich mal herstellen. Für Spitzhacke fehlen mir Äste und Steine leider. Hacke haben wir. Wir können auch schon ein Lagerfeuer herstellen. Aber das machen wir später. Wir können uns auch schon eine kleine Rüstung herstellen. Das würde ich auch schon mal machen. War nur ein Stofffetzenhemd. Jetzt fehlt der Garn schon wieder, aber besser als nichts, oder? So, jetzt rüsten wir uns das schon mal aus. Hier den Stoff drauf. Physischer Wert 17, immerhin. So. Jetzt würde ich mir mal. Wo habe ich denn jetzt die Axt? Die habe ich da auf der 5. Würde ich hier auch in der zweiten Zeile lassen, aber mal auf die 1 legen. So. Jetzt können wir ein bisschen Holz holen, ohne dass uns unsere Kampfwaffe kaputt geht. So, ich klappe mal hier mal auf den Baum ein. So, und auch hier unter dem Video gerne ein Like da lassen, ne, wenn euch das Video gefällt und die Serie, und könnt ihr mal schreiben, wie ihr Uncharted das schon so findet. So, hier ist ja erstmal mit. Und ich sehe da hinten einen Wolf hier sehen. Oh. What the fuck? Was ist voll ausgewichen und geil. Okay, weiter. So, ich brauche Steine und Holz vor allem. Würde nämlich gleich mal erstmal die Foundation bauen. Na gut, die würde ich eigentlich am liebsten aus Stein haben. Guck mal, hier ist auf jeden Fall, sieht es hier steinig aus. Bräuchte wahrscheinlich auch erstmal eine Spitzhacke. Ich guck mal, hier liegen da bestimmt irgendwo Steine. Steine, Steine, Steine. Glaube ich gar nicht so sinnvoll, hier am Anfang gleich eine Steinbase zu bauen. Aber was soll's? Mach jetzt einfach so. Spitzhacke, was fehlt denn da jetzt noch? Garn, okay, Garn können wir herstellen. Hoffe ich zumindest, dass wir da genug haben. Ja. Ich mach mal gleich ein paar mehr. Kann man nie genug haben, glaube ich. So, jetzt wollte ich Spitzhacke herstellen. So, jetzt haben wir auch eine Hake freigeschaltet. Man kann hier auch richtig terraformen. Das zeige ich euch dann auch noch. Kann man auch mit der Spitzhacke machen. Hier sieht man jetzt so einen Kreis bei der Spitzhacke. Und wenn man da jetzt raufhaut. Guck mal, wie Butter das hier reingeht. Und jetzt haben wir hier ein Loch. Krass, oder? Und da gibt es dann nachher auch im Baumenü so einen Modus, dass man auch aufschütten kann. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Steine hier. Cool. Also man kann sich hier reinbuddeln. Sollte man wahrscheinlich so machen, dass man auch hier rauskommt. Wie viele Steine haben wir denn jetzt? 15.
So, der nächste Schritt wird jetzt sein, wir müssen erstmal eine Werkbank bauen, weil da können wir dann die Sachen zum Häuserbauen herstellen. So, für die Werkbank brauchen wir nur Garn mal wieder. Den stellen wir her, dann können wir jetzt gleich eine Werkbank bauen. Ich hier mal noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie tief man kommt. Hätte ich jetzt noch nicht ausprobiert. Meine Ausdauer ist schon wieder hin. Hinüber. Ja, die könnte man auch theoretisch ein bisschen pushen, wenn man hier ein bisschen trinkt. Würde ich jetzt einfach mal verwenden. Prost. So, jetzt haben wir auch wieder mehr Ausdauer und wir haben jetzt oben links so ein Symbol mit einem Bonus wegen Trinken, denke ich mal. So, hier kriegen wir jetzt keine Erde mehr, sondern nur noch Steine. Das ist auch cool gemacht, also so richtig bergbaumäßig. Und ich finde es auch cool, dass es so, ja, so individuell reingeht einfach. Okay. So, erstmal reichen. Wir gucken mal, wie weit wir da mit den Steinen jetzt kommen. Die Ausdauer ist kaputt. So, also wie gesagt, nächster Schritt, Werkbank. Werkbank herstellen. Baugebiet benötigt. Genau, die kann man jetzt nur da reinstellen. Hier sieht man die Grenze zum Baugebiet. Wegen den Flammenaltar. So, ich würde die auch so außerhalb stellen. Wenn ihr mal hier gleich nach vorne. So, R gedrückt halten und dann Mausrad. Können wir die Sachen drehen. Und dann steht es schon da. Jetzt können wir hier herstellen und reparieren. Genau, und zum Bauen braucht man halt so eine Blöcke. Da kann man jetzt 100 Stacks herstellen. Und damit dann Sachen bauen. Genauso Holz und Pflanzenfasern. Dachblöcke gibt es da. So, wir machen jetzt einfach mal so viel Stein, wie es geht. So, jetzt haben wir die hier auf der 8 schon. 1100 Blöcke sind es. Jetzt sieht man das hier auch. Habe ich da so einen Baublock. So, und jetzt gehen wir auf. Warte mal, bin ich gerade. Ihr seht, das kann ich hier auch einen einzelnen Block einfach hinstellen. Aber wir wollen natürlich nicht nur einen einzelnen Block hinstellen. So, ich rede gerade mit unserer Flamme hier vom Blutaltar, oder Flammaltar. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Bauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deine Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt in dem Misma erhöhten Tal. Genau, das wird dann die nächste Challenge sein, sozusagen. So, ich bin immer noch mit meinem Klotz unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das Rezept jetzt noch nicht gelernt habe. Oder was ich jetzt hier falsch mache. Ich will jetzt hier nicht nur diesen Block hinsetzen. Bergbau rückgängig machen. Und wie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch? So, ich habe das Problem mit dem Bauen gefunden. Ich habe kein. Hier farme ich nur Schutt. Ich habe hier keinen Bauhammer, deswegen geht das auch nicht. Dann gerade ein bisschen auf den Schlauch. So, jetzt habe ich einen Stein. Okay, das reicht. Ich brauche nämlich einen Stein, um den Bauhammer herzustellen. Und mit denen kann man dann auch Strukturen bauen. So, okay. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Den Bauhammer stellen wir jetzt einfach her. So, der muss jetzt hier auch nur unten in die Leiste rein. Zack. So, jetzt sind wir im Baumenü rein drinne. So, und jetzt können wir die Form wählen. Und wir können das Material ändern mit hier oben STRG. Und öffne Untermenü. So.
Gut, wir wollen jetzt erstmal Stein, das ist schon mal richtig. Und mit dem Mausrad kann ich jetzt hier durchscrollen. Hier sieht man dann Wand, Säule, Decke, Türrahmen und so weiter. Dann kann man hier noch aufklappen und kann dann hier auch mit dem Mausrad durchgehen. Und da kann man dann auch nochmal die Strukturen ändern. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Hier gibt es nämlich nochmal größere. Ne, wir bleiben mal hier. Hier gibt es nämlich jetzt gleich sofort eine große Struktur. Und hier sieht man dann, wie man die hinsetzt. Machen wir mal so. Machen wir die dahin. Weiß nicht, kann ich hier rüber bauen? Ganz schön. Ja, perfekt. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dass wir ein bisschen ein Erdproblem haben. Deswegen würde ich jetzt mal einfach beenden und die Erde hier ein bisschen wegmachen. Jetzt einfach mit der Spitzhacke. Witzig, wie weich der Boden so ist. Ich denke, könnte man hier hinten noch ein bisschen was wegmachen. So, geht vielleicht sogar schöner. Aber ich mach's jetzt einfach mal schnell mit der Spitzhacke. So. Okay, dann machen wir den Hammer. Okay, jetzt haben wir hier nämlich einen schönen Boden. Oh ne. Ja, rechte Maustaste kann man die Sachen wieder entfernen. Aber man kriegt, glaube ich, auch die Ressourcen dann wieder zurück. So, dann würde ich jetzt mal mit SCID auf Holz wechseln und dann würde ich mal hier auf die 4 gehen und eine Tür reinsetzen schon mal. Die machen wir einfach mal hier rein. So sehen dann die Holzstrukturen aus. Sieht man nachher besser im Hellen. Dann würde ich mal wechseln auf Fenster. Ich so links zum Fenster rein. Dann machen wir die normalen Türen. So, drehen kann man das jetzt mit R. Man kann aber auch Q gedrückt halten, glaube ich. Nee, man kann auch, glaube ich, leicht drehen nur. Nee, geht nicht. Okay. Auf jeden Fall mit R kann man drehen. So, hier würde ich mal kein Fenster reinmachen. So, hier würde ich sagen, wechsle mich mal auf Stein und dann machen wir hier eine kleine Treppe vor. Sound das auch ein bisschen anders, wenn man hier läuft. So, dann gehen wir hier wieder auf Holz. Dann würde ich sagen, mache ich hier ein Fenster rein, gleich. Erstmal die Wand. Fenster. Nochmal eine Wand. Wand, Wand, Wand. So, jetzt ist schon fast alle. So, hier hätte ich gerne eine Treppe. Also meine Holzstrukturen sind fast alle. So, die ist jetzt doof gesetzt. Muss ich mir nochmal machen. So, jetzt habe ich den Boden aufgemacht. Ist ein bisschen gemein mit dem Boden aufheben und so. Gut, kein Problem. Können wir nochmal neu setzen. Und wenn ich jetzt Stein habe, mache ich hier mal eine Steintreppe hoch, oder? Gibt es schmalere Treppen? Ja, ich glaube, es gibt auch schmalere, ne? Hier. Nehmen wir mal die, die ist ein bisschen kleiner. Gehen wir hier hoch. So, jetzt haben wir hier eine kleine Treppe. Jetzt können wir gleich das Obergeschoss machen. Würde ich wieder auf Holz wechseln. Und auf große Strukturen. Dann mal hier so einen Boden hin. Ja, von hier unten. So, Baumenü ist ja, finde ich, bei so Survival-Spielen auch immer ganz wichtig, dass das gut funktioniert. Und hier geht das eigentlich, wenn man erstmal die Steuerung raus hat. Läuft ganz gut. So, jetzt fehlt uns hier noch ein bisschen Holz. So, ich würde den Baum mal stehen lassen und den mal hier hinten hin. So, und wenn unsere Basis steht, dann gehen wir mal die erste Quest lösen und uns den ersten NPC holen. Das wird denn ein Schmied sein.
Für meinen Ausdauer ist schon wieder ziemlich niedrig. Ich müsste wahrscheinlich was essen. Ach, und ich muss euch noch das Kochen zeigen. Genau, das können wir auch noch machen. Kann natürlich auch Fleisch dann kochen. Ich habe ja hier so einen rohen Schenkel. Auf 3 sieht man den. Zeige ich euch noch, wie man den kochen kann. So, während die Ausdauer regeneriert, guck mal kurz, kein Lagerfeuer kann ich herstellen. Würde ich mal machen. So, okay, ich glaube, das reicht. So, jetzt stelle ich hier nochmal Holzblöcke her. So, ich glaube, das reicht. So, dann setze ich jetzt hier mal den oder das. Den, das Lagerfeuer. Ist das das Lagerfeuer? Selten. Okay. Würde ich mal hier einfach hinmachen. So, und an denen kann ich jetzt auch kochen. Das sieht man jetzt hier mit E. Jetzt setzt er sich hier hin und jetzt muss ich auswählen, was er kochen soll. Jetzt platziere ich hier, also platziere Nahrung in deine Aktionsleiste, wähle sie aus, indem du die linke Maustaste, um sie zu kochen. So, dann, jetzt bin ich aufgestanden. Linke Maustaste. Ach, zum Kochen halten. Guckt, jetzt geht's. Gedrückt halten, jetzt kocht das. Fertig. Gucken, kann er den Pilz auch kochen? So, geht auch. Gut, können wir wieder aufstehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall was gekocht. Gucken, und wir können das jetzt auch essen. Der Ding. So, jetzt sehen wir oben, nämlich die Leiste ist ein bisschen hochgegangen und wir haben jetzt ein bisschen mehr Bonus und wir haben jetzt hier auch einen Bonus ausgeruht, weil wir uns wahrscheinlich hier im Innenraum beschäftigen. Hinten, dass er sich, da holt er sich dann so ein bisschen. So, jetzt würde ich noch schnell das Obergeschoss fertigstellen. Gehen wir mal wieder zum Bauhammer, die 6. Die Decken fertig. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz. Das würde ich natürlich auch noch füllen. Da gehe ich jetzt auf die kleinen Formen rauf. Und wir hier mal das aus. So, jetzt haben wir hier nur eine schmale Treppe nach unten, aber hier reicht auf jeden Fall. So, weil es cool aussieht, würde ich jetzt hier einfach Steinstrukturen wieder reinhauen. Als Wände. Gehen wir hier wieder auf die größeren Strukturen. Da würde ich mal ein Fenster mittig setzen wollen. So, und hier auf jeden Fall Fenster. Ich habe auch in meinem Twitch-Let's Play einen Balkon gebaut. Das mache ich jetzt hier mal nicht. So, jetzt sind die Steine alle. Wir holen jetzt nochmal eine Runde Steine. Gucken, ob wir hier schon Steine sofort bekommen. Ja, krass, guck mal. Kann ich gar an den Berg bauen hier. So, da ist die Ausdauer wieder hin. Wie viele Steine haben wir denn jetzt? Haben wir 21, cool. Mal gucken, vielleicht reicht es schon. Ja, der ist kaputt. So sieht übrigens jetzt die Base im Hellen aus. So, jetzt machen wir Steinblöcke. Und dann würde ich gleich Pflanzenfaserblöcke auch noch machen. Fürs Dach.
So, wir können auch schon ein Bett bauen, theoretisch, wenn wir die Sachen haben. Wir können aber auch Lichtquellen bauen. Und die kann man dann auch nochmal wechseln. Wir machen mal so eine Standfackel. Stühle können wir schon bauen, Bänke. Ich hätte gerne noch eine Wandfackel. Dafür brauchen wir auch Harz. Das kriegen wir, wenn wir Bäume fällen. Dann können wir hier drin die Tür bauen. Und wir können sogar Fenster bauen. So, haben wir alles jetzt mal gebaut. Würde ich sagen, wir setzen hier als erstes mal eine Tür rein. Ich mach mal hier alles rein, was wir setzen können. Machen wir erstmal die weg, die Spitzhacke. Ist ganz cool, dass man zwei Leisten hier unten hat. So, das Fenster hauen wir hier rein. Müssen wir wieder drehen, so wie es sein soll. So, jetzt haben wir hier sogar ein Fenster drin. Dann kriegen wir das von hier unten rein. Boah, geht. So, fünf die Tür. So, die hat er jetzt doof gesetzt. Die können wir jetzt aber, glaube ich, wieder mit dem Hammer aufheben, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Ach, mit E können wir einfach aufheben. Okay. Gut, dann haben wir sie wieder im Inventar. Weil die hat da so ein bisschen innen gesetzt. Natürlich so sitzen. Also muss man ein bisschen mit Gefühl machen. So, dann kommt hier auch noch ein Fenster rein. Hier oben natürlich auch. Okay, gehen wir wieder auf Bauhämmer. Bauhämmer. Und machen jetzt hier noch die letzten Steinwände. Brauchen wir die Pflanzenfasern? Habe ich die jetzt nicht mehr im. Die habe ich hier. Warum hat er die nicht als Material? Ich muss die mal kurz umlegen. Ach so. Klar, wir müssen ja hier rein und dann bei Dächer. Hier gibt es dann auch große und kleine Dinger hier, ne? Dass es gleich ein großer Block ist oder ein kleinerer. Ich würde jetzt mal einfach gleich einen großen nehmen und dann hier so eine Ecke. Dann setzen wir die hier rein. Sieht dann jetzt erstmal so aus. Jetzt machen wir hier so eine schräge. Nein. 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 Und jetzt sind die Pflanzenfasern alle. Die müssen wir jetzt gleich noch holen. Aber ich stelle mal vorher hier eine Fackel unten hin. Die würde ich jetzt hier einfach mal vor die Tür stellen wollen. Und dann hätte ich doch noch eine Wandfackel. Die würde ich oben hin machen. Hier unten ist ja das Lagerfeuer. Nehmen wir einfach hier mittig ran. Weil hier auch ein bisschen Licht. So, Fenster habe ich zu viel hergestellt, aber das ist nicht so schlimm. Gut, wir brauchen jetzt Pflanzenfasern. Das heißt, schnell hier ein paar Büsche holen. So. Ich glaube, das reicht schon. Wir brauchen ja nicht so viel mehr. So sieht es übrigens von Weitem jetzt schon aus, unser Base. So, jetzt machen wir ein paar Pflanzenfaserblöcke. Wird mal so viel machen. Ich denke, das reicht locker. So, Baumenü. Jedes Dach ist noch drin. So, jetzt haben wir hier oben. Hier würde ich jetzt einfach mal so eine Platte reinsetzen. Guck. Können wir das Baumenü zumachen. Okay, unsere Haltbarkeit ist wiederhergestellt. Weiß gar nicht. Ach, weil ich relockt bin. Ich habe ja zwischen den Folgen neu eingeloggt und jetzt sind die Haltbarkeiten wiederhergestellt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das später auch so sein wird. Keine Ahnung. So, sieht jetzt auf jeden Fall die Base erstmal aus. Ich Tür zu. Und dann würde ich sagen, was ist auch mit der Folge? Und in der nächsten Folge holen wir uns dann den ersten NPC.
und gucken mal, ob uns das gleich beim ersten Mal gelingt. Und ja, würde ich sagen, bis dahin, gerne Like da lassen und den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts. Von den folgenden Folgen, ne? Von den folgenden Folgen. Gut, alles klar. Dann schöne Zeit noch. Bis dahin. Tschüss.